Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Morrigan meinte, der Schlüssel zu einem Eluvian könnte alles Mögliche sein. Unter anderem auch Wissen oder Macht. Also häufen sie beides an. So sind sie an den Schlüsselstein gelangt und konnten all diese Eluvian öffnen. Sie haben mit Sicherheit Schutzvorkehrungen getroffen. Wir dürfen nicht blindlings in irgendetwas hineinsteuern. Ist das etwa eine Ausgabe von Schwerter und Schilde? Hier noch irgendwas? Ich glaube, hier war noch irgendwo was. Das einfach mich machen. Ach so. Der Drachen Odem ist ein leibhaftiger Drache. Tessa! Bas! Die Inquisition! Nera Atashi Asara! Nera Vas Adim Katar! Hisret! Wir brauchen euch!
Winnik Katars! Es war klug von euch, mich nicht mitzunehmen. Allerdings hat mich die Widersala um Hilfe gebeten. Es ist nichts Persönliches. Was? Was? War meine Pflicht, es zu wissen. Wir wurden also von einem unserer eigenen Männer verraten. Wir können mal wieder einen Drachen töten, so wie es aussieht. Oder vielleicht kämpft er sogar auf unserer Seite. Das wäre cool. Für ihren Plan das Gift des Drachen. Das heißt, kein Drache, kein Plan. Seine Häscher haben ihn bereits verstümmelt. Es erscheint mir unnötig grausam. Freie denn? Ja! Wir lassen nicht zu, dass
den Atashi fällt. Wie können wir ihn denn befreien? Ringe? Was für Ringe? Hashara! Jemand muss mir helfen! Wenn wir diese Ringe bewegen, können wir dem Drachen einen Weg freimachen. Blockiert die Barriere. Sie bewegt sich nicht. Hashi Itwa! Karasam! Warum müssen die Hübschen immer so verrückt sein? Erst kommt der Drache, dann ist sie dran. Also da steht ein Drache drauf, aber ein Wagen blockiert die Ringe. Barrieren hätten wir. Jetzt müssen wir nur noch das Tor öffnen. Ich hätte auch den Drachen getötet, aber wenn man schon mal die Option hat, warum dann nicht was Gutes tun? Andererseits, wenn er tot gewesen wäre, hätten die das Gift gar nicht mehr bekommen. So könnten sie ihn wieder einführen. Na, hoffentlich hat er sich jetzt nicht irgendwie verrannt im Ladebildschirm. Ich glaube, das war zu viel.
Tja, das wird wohl eine sehr kurze Folge. So wie ich es mir gedacht habe. Es war gerade zu viel Gedöns. Der Ladebildschirm kommt nicht damit klar, dass wir aus dem Spiel raus sind. Gut, das heißt, ich verabschiede mich für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns dann in... es hat geklappt. Aber er ist noch da. Warum ist er noch da? Hier stimmt was nicht. Das Spiel kackt gerade mega ab, ich sag's euch. Na los, geh weg. Tja, ich glaube, das müssen wir noch mal laden. Aber wenigstens haben wir jetzt die Chance zum Laden. Schön wäre, wenn da eine Uhrzeit stehen würde und nicht wie viele Stunden ich das Spiel spiele. Winterpalast. Keine Ahnung. Ich nehme mal das, was gerade am wahrscheinlichsten ist. Puh, ja, da hat das Spiel irgendwie nicht ge... Ach du Scheiße, echt hier noch? Oh nein. Ah ne, okay, alles gut. Ganz offensichtlich brauchen die Kunari für ihren Plan das Gift des Drachen. Das heißt, kein Drache, kein Plan. Seine Häscher haben ihn bereits verstümmelt. Es erscheint mir unnötig grausam, ihn zu töten. Das Tor öffnen. Atashi Itwa! Karasam! Warum müssen die Hübschen immer so verrückt sein? Erst kommt der Drache, dann ist sie dran. Die Tore öffnen sich. Macht weiter so. Bitte lass es jetzt funktionieren. Oh, das ist legendär! Ja. Komm schon, Junge. Euch bleibt nur noch so wenig Zeit, Inquisitor. Ihr müsst endlich die Wahrheit akzeptieren. Der Himmel wurde bereits durch elfische Magie zerrissen. Wenn die Helfer von Heralds nicht aufgehalten werden, werdet ihr auch die Welt vernichten. Die Inquisition hat nichts mit von Heralds Helfern zu tun. Ich bitte euch, Inquisitor. Ich bin die Augen und Ohren des Volkes der Kunari. Denkt ihr wirklich, ihr könntet mich täuschen?
Das Mal auf eurer Hand hätte euren Tod bedeutet, wenn euch nicht einer ihrer Anführer geholfen hätte. Derselbe, der euch auch half, die Bresche zu schließen. Der euch zur Himmelsfeste führte. Der Korypheus die Kugel gab und dann die Inquisition gründete. Solus, der Helfer Fen Harolds. Wie bitte? Solus ist ein Helfer Fen Harolds? Das wusstet ihr nicht? Wir dachten, ihr wärt sein Verbündeter. Solus hat uns alle getäuscht. Er hat einen sterbenden Kunari in den Winterpalast gestoßen, um euch dazu zu bringen, gegen uns zu kämpfen. Wäre er nicht gewesen, hätten wir dem Süden ohne Blutvergießen Frieden und Weisheit gebracht. Nun jedoch müssen wir den Weg der Klingen beschreiten. Panahedan, Inquisitor. Und falls es euch ein Trost ist, Solus wird euch nicht überleben. Solus ist der Einzige, der mir mit dem Mal helfen kann. Wir müssen ihn finden, bevor es dir wieder Sala tut. Ja, wir wussten natürlich die ganze Zeit, dass es Solus war. Ist ja irgendwo klar. Ich meine, es wurde uns ja gezeigt. Die Widersala kann nicht weit sein. Da! Auf sie! Wie die so hin und rumruckeln. Geht weg von mir! Jetzt noch schneller zu sein. Verwendung ist schwierig, entlädt aber jegliche gespeicherten Fokus. Erreicht der Fokus ein Maximum, führt dies zu einer unkontrollierten Änderung des Ankers, wodurch deine Verbündeten sowie nahe Gegner Schaden erleiden. Was? Das Wenn heißt, das ich so muss den jetzt die ganze Zeit auf. Solus muss euch helfen, genau wie damals in Haven. Ich habe sein zu klug für euch Mitleid schon vor dieser ganzen Fenshelfer-Scheiße gehabt. Wehe, er hilft uns nicht! Er schuldet uns was! Irgendwo dort muss Solus sein. Ach, nee, ich kann das jetzt öfters einsetzen. Tja, also müssen wir sehr oft entladen. Der große Magier! Wo der ist, ist ihre Anführerin nicht weit. Saribas! Refra! Shokra! Was soll ich woanders hin? Wie gleich zu mir? Ach komm, was soll's.
Das ist recht angenehm. Also, tja, wir können auch hier erstmal ein Folgenpause erlegen, denn ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. Also, ich verabschiede mich für diese Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao.